So, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Ich wollte über Flixbus sprechen und warum sie ihren Bus aufgeben mussten, ihren Elektrobus. Leider ist das passiert und ich werde euch dazu ein paar Insights geben, weil der über meine Firma sozusagen lief und von BYD war und warum sie den dann aus dem Verkehr gezogen haben und was dann auch immer über alles in der Presse rumging und was das eigentlich für ein Quatsch ist und dass Elektrobusse zwar irgendwann mal nicht funktionieren, dann muss man sie rausnehmen, aber dass sie auf lange Sicht auf jeden Fall kommen werden. Also viel Spaß bei dem Video. Ja, und zwar habe ich einen Bericht gelesen oder einen Artikel gelesen, der natürlich wieder alles zerfetzt hat mit der Elektromobilität, dass das nicht funktionieren würde mit den Elektrobussen und wieder diese grüne Ideologie, die dort versucht, irgendwas zu machen, was natürlich überhaupt gar nicht gehen kann. Und Flixbus ist richtig, hat einen Elektrobus von BYD gehabt. Dieser Elektrobus hat funktioniert, hat aber immer wieder auch Probleme gehabt. Das hat bei uns in der Firma, also meine Firma kennt ihr ja vielleicht auch schon, Fenicon GmbH, da habe ich auch schon ein paar Videos mal über Speicher gedreht. Die Firma hat, also unsere Firma macht mit BYD halt sehr viel und wir haben schon eine lange Partnerschaft mit denen und Flixbus ist an uns herangetreten und wollten halt so einen Elektrobus haben. BYD ist der Weltmarktführer bei Elektrobussen und da liegt es natürlich nahe, dass man dann einfach von denen einen Bus kauft. Es war so, dass es leider sehr schwierig war, BYD davon zu überreden, diesen Bus überhaupt erstmal zu liefern, weil einen Bus, ne, BYD hat bei uns gesagt, naja, mach mal zwei Nullen dran, dann können wir nochmal drüber reden. Also die haben gar nicht verstanden, wie man überhaupt nur einen Bus bestellen kann und bei BYD ist es so, da bestellen tatsächlich diese Städte in China und Asien zu Hunderten, also in Hunderter-Chargen beziehungsweise Tausender-Chargen diese Busse. Da werden Tausende, zigtausende Busse ausgeliefert und die jetzt auch schon auf den Straßen fahren. Es ist natürlich so, wir haben einen Elektrobus, das ist eine neue Technologie und wir hatten dort eine Fernstrecke. Das war die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, also nicht ganz so weit, also ein bisschen über 100 Kilometer. Und dieser Bus hatte halt öfter mal Probleme. Die Firma BYD hat da auch nicht alles richtig gemacht. Ja, also wir haben zum Beispiel diesen Verkauf angestoßen. Wir haben BYD überredet, das zu machen. Wir hatten dort einen sehr engagierten Mitarbeiter, der sich da voll reingehängt hat, der auch immer BYD sozusagen gesagt hat, wenn mal irgendwo eine Platine nicht funktioniert hatte, dass nach ein paar Tagen auch dieser Bus, der dann einfach nicht mehr fuhr, dass dann dort ein technischer Mitarbeiter hingeschickt wurde aus China, der das dann reparieren konnte, damit der Bus halt auch wieder fährt. Dieser Mitarbeiter hat dann auch unsere Firma verlassen. So, da kommen noch ein paar Sachen noch dazu. Und dieser Support, ne, dadurch, dass bei uns jetzt jemand weggegangen war, bei unserer Firma, der sich darum massiv gekümmert hat, da ist dann der Support seitens BYD einfach sehr stark knickt, sage ich mal. Und natürlich ist es so, wenn man ein Auto kauft oder einen Bus kauft, dass der halt einfach funktionieren muss. Dass diese Technologien, neue Technologien am Anfang immer Probleme haben, das sieht man ja auch bei den ersten Elektroautos, ja, die dann, wo dann die Akkus sich entzünden können oder dass halt Ladesäulen nicht funktionieren. Ich muss das ja am eigenen Leib auch spüren und auch bei so einem Bus, ja, ist es so, dass es natürlich eine Batterie ist und da ist Leistungselektronik drin und die Batterie an sich, die Zellen an sich machen eigentlich gar nicht so große Probleme. Wenn da mal eine Zelle kaputt ist, klar, dann ist der Abfall der Spannung zu groß und dann geht das ganze Auto auch nicht oder fährt der ganze Bus auch nicht. Aber meistens liegt es an der Leistungselektronik, dass dort irgendwas nicht stimmt und da kann es dann halt sein, wenn solche neuen Technologien da sind, dass es anfangs Schwierigkeiten gibt und wenn dort nicht von Anfang an ein Support sofort immer dabei ist, dann wird es natürlich schwierig, weil Flixbus ist halt auch ein marktwirtschaftliches Unternehmen und die wollen halt Geld verdienen und die kaufen sich so einen Bus natürlich jetzt beim ersten Mal nicht, weil sie unbedingt damit Geld verdienen wollen, sondern um zu testen, ob diese Technologie funktioniert. Und jetzt haben sie festgestellt, das funktioniert so, wie sie sich das vorgestellt haben, nicht. Was aber zum großen Teil wahrscheinlich daran liegt, dass es einfach mit BYD in diesem Fall nicht so gut funktioniert hat. Wir hier in Osnabrück, also ich wohne hier in Osnabrück, wir haben mehrere Busse laufen auf verschiedenen Strecken und die funktionieren ziemlich gut. Also ich sehe die jeden Tag im Grunde, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und die fahren alle komplett elektrisch und haben an ihren Endpunkten einen Ladepunkt, wo sie oben auf dem Dach auch laden können. Und es ist halt nicht so, dass diese Technologie nicht funktioniert. Und dann werden dann noch so Kommentare reingeschrieben, dass der Elektrobus natürlich doppelt so teuer oder dreimal so teuer wäre wie der
wie der Bus, wie der normale Bus, wie der Dieselbus, und der aber auch 400-500 Kilometer fahren kann und das auch bergauf. So, da muss man dazu sagen, so ein Bus fährt aber gar nicht 400-500 Kilometer am Tag. Ja, der hat seine Schichten und der fährt vielleicht so 150 Kilometer, vielleicht 200 Kilometer, wenn es viel ist. Meistens, wenn er in der Stadt ist, ist es eher weniger. Wenn er draußen auf dem Land unterwegs ist, dann eher mehr. Und diese Busse, muss man auch ganz klar sagen, von BYD, die neuesten Busse, die können so 250 bis 350 Kilometer fahren und die Batterien werden besser, also die Reichweiten werden eher länger, als dass sie jetzt kürzer werden. Was ich halt schon gesagt habe, die Gründe dafür, warum es dann halt bei Flixbus nicht geklappt hat, sind im Grunde einmal dieser mangelnde Support. Also der Support war nicht so gut. Man musste halt aus China dann immer jemanden einfliegen lassen, was natürlich mit gewissem Aufwand verbunden ist. Dann gab es keine Ersatzbusse. Also es gab wirklich nur diesen einen Bus, der dann da fuhr. Das ist natürlich auch schwierig. Der Bus natürlich, muss man sagen, kostet wirklich viel Geld, aber so ein Dieselbus ist auch nicht ganz billig. Alleine diese Abgasreinigung beim Dieselbus, die kostet, glaube ich, schon, wenn man das da hinten einbaut, irgendwie 20.000 Euro. Also da muss man schon sagen, so ein Elektrobus ist jetzt im Moment noch teuer, aber im Unterhalt ist er halt unglaublich günstig. Ja? Der braucht kaum noch Wartung, wenn die Technik funktioniert. Das ist ähnlich wie bei Tesla, die jetzt gesagt haben, wir machen keine Inspektionen mehr, lass sie kommen, wenn sie irgendwas haben. Und so wird es bei den Bussen auch sein. Das größere Problem ist, dass man diese Ladeinfrastruktur irgendwo schaffen muss, weil so ein Bus hat sehr viel Batteriekapazität und da muss man große Leistungen sozusagen reinbringen können in so eine Batterie, und das ist eher so ein bisschen auch der Knackpunkt. Ja, und dann kommen natürlich auch wieder diese Argumentation, es ist nicht nachhaltig wegen dem ganzen Kobalt aus dem Kongo und diesen ganzen Sachen, und da frage ich mich immer, Kobalt, ja, ist eigentlich ein Abbauprodukt, was so bei Nickel- und Kupferminen anfällt. Und Kobalt benutzen wir halt ständig in allen möglichen elektronischen in elektronischen Geräten, in halt hart gewalztem Stahl für die Verbrennungsmotoren. Ist überall ist Kobalt drin, und das war vor den Elektroautos auch schon so und das wird auch nach den Elektroautos so sein, dass wir Kobalt ganz viel nutzen, und jetzt tun wir immer so, als wenn diese ganze Kobalt-Diskussion und diese schrecklichen Lebensbedingungen nur wegen der Elektromobilität jetzt gerade dort eintreten, und das ist halt für mich auch komplett heuchlerisch, weil das einfach nicht wahr ist. Wir haben vorher Kobalt benutzt und wir hatten vorher schlechte Bedingungen dort, und keine Frage, das ist eine Katastrophe, ja. Und die Elektromobilität wird das Gegenteil bewirken als das, was man in den Medien liest. Die großen Autokonzerne werden ihre Autos nicht mehr verkaufen können, wenn sie dort Rohstoffe drin verkaufen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen hervorgebracht werden. Und wenn große Konzerne wie VW und Co., wenn die sagen, dass wir keine Kobaltminen oder keinen Kobalt mehr aus diesen Minen nehmen, was glaubt ihr, was dann passiert? Dann werden diese Minenbetreiber oder beziehungsweise diese Minen geschlossen, weil kein großer Absatz mehr stattfindet, außer vielleicht ein paar asiatische Handyhersteller, denen es scheißegal ist, wo das Kobalt herkommt. Aber diese großen Konzerne, die haben wirklich Macht und die können sie auch ausüben, und dass es dann eher dazu führt, dass dieser ganze illegale Kobaltabbau eher weniger wird und diese ganze Illegalität und Kinderarbeit dort eher weniger wird, als dass sie jetzt noch mehr befördert wird, dadurch, dass die Elektromobilität kommt. Also eher das Gegenteil ist der Fall, dass die Elektromobilität und der öffentliche Druck dann dazu führt, dass dort die Lebensbedingungen oder beziehungsweise die Bedingungen für so einen Abbau besser werden. Ein Elektrobus ist wirtschaftlich, sogar wenn er doppelt so teuer ist, weil einfach die Wartungskosten bei Bussen extrem hoch sind und auch der Unterhalt von diesen Bussen extrem hoch ist. Und dass er sich nach einigen Jahren dann doch rechnet. Ja, das sind dann vielleicht 5, 6, 7 Jahre. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber so ein Elektrobus ist in der Regel schon so, dass er sich dann wirtschaftlich rechnet, weil einfach die Stromkosten, meistens sind das ja Stadtwerke, die ganz billig Strom haben, die dort ihre Busse fahren lassen. Zumindest ist es hier in Osnabrück auch so, dass das alles miteinander kooperiert. Da kriegen die billig Strom. Dann haben sie diesen Netzanschlusspunkt. Meistens sind aber auch Stadtwerke schon gut aufgestellt, wenn es um Elektrizität geht, weil sie selber meistens auch irgendwo Gas oder Strom verkaufen, und diese laufenden Kosten sind im Grunde nicht, die Anschaffungskosten sind das Problem, beziehungsweise die sind halt teuer, aber die laufenden Kosten sind ja das, was sich rechnen muss, und da sind Elektromobilität einfach fast nicht zu schlagen, sobald natürlich auch die
Autos vernünftig und zuverlässig funktionieren. Also das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch. Flixbus hat jetzt leider diese Strecke aufgegeben mit diesem BYD-Bus. Aber ich wette, dass sie das auch nochmal in Angriff nehmen werden. Ich weiß nicht, ob es dann ein BYD-Bus sein wird, aber es könnte auf jeden Fall ein neuer Elektrobus kommen, wo man dann einfach diese Sachen doch hinbekommt und die Mobilität nachhaltig halt in die Zukunft bringt. Und das ist mit Elektromobilität, wenn man die Batterien dann auch alle recyceln kann, mit 96%, einfach nachhaltig, weil ich die einfach nochmal neu bauen kann, selbst wenn sie nach 10, 15 Jahren dann irgendwann ihren Dienst aufgeben. Also macht's gut, bis zum nächsten Video und haut da rein. Ciao.